Hallo, ich bin zurück. Und nun geht es weiter mit Let's Play Overlord Raising Hell. Gut, dann wollen wir doch mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Ich würde sagen, bleiben wir doch in der Reihenfolge Dunkelwald. Mal sehen, wo das Tor zur Unterwelt dort ist. Lade schon. Ja. So, dann nehme ich mir ein paar Schergen mit. Kennt ihr ja schon. Und ab geht die Post. Nichts. Hey! Lang ist es her, dass ich hier war. Oh ja. Ihr Elfen lebt noch. Ich dachte, ich habe euch ausgelöscht. Verdammt. Ich sollte nicht so schlampig arbeiten. Ah, da. Ein weiteres dieser Türme. Vielleicht reicht das konzentrierte Böse all dieser Helden etwas an die Oberfläche wie eine böse, heiternde Pustel. Wie ich höre, ist es ein neues Theaterstück über den Ruhm der Elfenrasse. Ein Theaterstück? Würde mich nicht wundern, wenn wir hier Oberon treffen. Und was ist das für ein Theaterstück, von dem er redet? Ah! Vielen Dank. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Puh, das war knapp. Kann man die zerstören? Ja. Ah, ein Schatz. Versteckt. Scheint aber nichts mehr drin zu sein. Gut. Es gibt nur einen Weg. Und der geht hier lang. Das ist schön. Keine Abzweigung. Obwohl, was ist hier? Oh. Oh. Ich will zurück. Hätte ich mal vorher sehen sollen. Das sieht da drüben aus wie ein Theatersaal oder sowas. Diese Wurzeln scheinen kein Licht zu mögen. Das kann ich verstehen. Ah! So geht das. Oh, ich halte das nicht. Was ist das? Der hat so ein Feuerteil. Ja! Yeah. Bitte nimm Platz. Schon wieder. Ich kann und will diese Farce nicht mehr sehen. Oh mein Gott. Und Oberon Grünschleier. Ja, ich wusste es. Wie ich sehe, haben wir einen besonderen Gast. Willkommen bei der Schrecken des Dunkelwaldes. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefällt. Es ist jämmerlich. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Oh Bruder, wie glücklich können wir uns Oh Gott. Im reichen grünen Schoß des Elfenwaldes zu leben. Das ist ja... Da
Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Das ist schrecklich. Eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist, aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie. Kalte, gefühllose Dirne. Der Autor dieses Stücks scheint die Muttergöttin und die Elfen nicht besonders zu mögen. Ich bin schon jetzt hellauf entzückt. Zweiter Akt. Die Zwerge greifen den Dunkelwald an und vernichten die Elfen auf ihrem eigenen geliebten Grund. Das nenne ich Unterhaltung. Okay, jetzt kommt Action rein. Jo. Hält Einzug im Dunkelwald. So schnell ist es vorbei. Wo ist er? Wo ist der Schrecken? Ich will den Schrecken. Was soll das heißen? Kaputt. Gut, fangen wir nochmal mit dem ersten Akt an. Ein bisschen Übung kann euch nicht schaden. Nein, nein. Als es gut wurde. Vielleicht solltet ihr diesen Schrecken des Dunkelwaldes finden und helfen, die Sache zu Ende zu bringen. Genau, das ist nicht dein Ernst, oder? Wie glücklich können wir uns schätzen, im reichen grünen Schoß des Elfenwaldes zu leben. Das ist wahr, mein Freund. Lass uns okay, komisch, dass sie mich nicht angreifen. Aber na gut. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist. Aber die greifen uns an. Jämmerliche Skelette! Was ist denn hier? Noch mehr von diesen Dingern, die man zerschmettern kann. Zerschmettert alles! Oh Gott! Blaue! Ein Riesenskelett! Okay, merke, wir sollten hier vielleicht doch etwas besser aufpassen. Was ist denn hier? Ah, hier können wir auch Schergen rufen. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist, aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie. Zweiter Akt. Da ist der Unterweltsteinherr. Oh! Wurzeln bedecken ihn. Hey, wieso greift er mich denn jetzt an? Aua. Okay, der hält einiges aus. Auf einmal greift er mich an, ja? Wenn ihr unbedingt wollt. Wieso helfe ich diesen Typen überhaupt? Hey, das sieht aus wie das Skelett eines von diesen großen Zwergen. Ihr erinnert euch. Was ist das? Okay, da komme ich nicht durch.
So. Meins. Zurück! Okay. Im nächsten Video kriegt ihr dann mehr zu Gesicht. Bis dann!